Hallo und wir sind zurück zu den Wiggles. Endlich geht's weiter und sprechen wir mal ganz kurz, würde ich sagen, über die Do's and Don'ts vom Let's Play. Besser gesagt, nur über die Don'ts. Drei fallen mir da ein. Drei Sachen, die man nicht machen sollte. Hardware wechseln, während eine Season von einem Let's Play läuft. Aufnahmesoftware wechseln und Mikrofon wechseln. Alles während eine Season von einem Let's Play läuft. Alles drei habe ich gemacht. Nämlich einen neuen Laptop, ein neues Mikrofon und neue Aufnahmesoftware. Aufnahmesoftware und Mikrofon sind nicht mehr ganz so neu. Allerdings mit Wiggles habe ich es noch nie probiert und auch auf dem neuen Laptop habe ich es nicht probiert. Vielleicht der eine oder andere weiß es. Wiggles läuft bei mir am Stand-PC nicht, da habe ich Probleme mit der Grafikkarte. Da muss ich auf dem Laptop ausweichen. Und der alte Laptop, der mochte nicht mehr so recht. Jetzt habe ich den neuen und mit dem geht es hoffentlich besser. Allerdings ist es, wie gesagt, der erste Versuch. Also auch leicht risikobehaftet. Ja, und ein weiteres Don't ist sicher auch nach Möglichkeit nicht monatelang oder wochenlang Pause machen. So, kleine Sekunde. Ich glaube, ich werde hier mal ein bisschen aufräumen. Nicht monatelang Pause machen oder wochenlang, weil die Gefahr ist sehr groß, dass man sich dann einfach nicht mehr auskennt und nicht mehr weiß, was man alles gemacht hat. Hab den Schluss der letzten Folge geschaut, also ungefähr sollte ich noch den Überblick haben. Und was machen wir als erstes? Nicht nur aufräumen, sondern hier Platz machen, weil ich möchte jetzt nochmal probieren, die Tischlerei aufzustellen. Und zwar hier, da hat ja irgendwas nicht funktioniert letztes Mal. Das werden wir schon irgendwie hinbekommen. So, mal da alles auf die Seite packen. Sonst wird halbwegs fleißig gearbeitet, gekocht. Kann man wieder mal ein paar in Auftrag geben. Ich weiß, es ging auch unendlich, aber naja, bin ich halt nicht so der Freund von. Ah, hat keinen Platz mehr. Ja, dann schmeißen wir mal alles einfach darüber, dass es aus dem Weg ist. Das ist eh unser Wiggle, der das Lager mit dabei hat. Das müssen wir dann auch aufstellen. Da müssen wir auch vorher Platz machen. Die Frage ist, wohin mit dem Lager? Das Lager ist, glaube ich, auch relativ groß. Habe ich irgendwo noch eine passende Höhle? Ja, da würde ich gerade eine graben. Da könnte man eigentlich ein bisschen was lagern. Das wäre ganz okay. So, eine Waffe haben wir da auch noch. Können wir trotzdem hier ablegen bei den Hüten von unseren ehemaligen Nachbarn. Stein bringen wir da rauf. Würden wir am ersten da brauchen. Was haben wir da noch alles? Bier, Hamster. Naja, und die Plattmachfalle, an der möchte ich mich natürlich jetzt auch rächen. Ich würde sagen, Bo und Siezel. Bo hat eh schon eine Waffe, Siezel nicht. Die soll ich mal eine schnappen. Warum nicht gleich die Keule? Und dann werden wir die zwei losschicken zum Kämpfen. So, das Bier, das schmeißen wir dabei auch irgendwo dahin. Nicht so heikel. Fliegt da ein Stein in der Luft? Ich glaube fast ja. Und eine Holzkiepe. Wie auch immer das gegangen ist. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie schaffen, die Tischlerei aufzuheben. Ja, und können wir sie bauen auch? Schaut fast so aus. Was nicht schlecht wäre. Ja, lass mal vorher das Bier da. Leckert zwar jetzt gerade irgendwo ab, aber macht nichts. So, noch ein Versuch. Okay, hat die Siezel ihre Waffe? Jawohl. Und der Bo. Die zwei werden wir jetzt einmal losschicken. Wo ist denn die Plattmachfalle? Da. Jetzt geht wohl gleich der Kampfsound los. So, da wird mal fleißig geplauscht. So, wer läuft denn hier durch die Gegend? Wieso? So, wo ist jetzt meine Tischlerei? Die ist jetzt da gelandet. Irgendwie die Tischlerei, die hat so ein bisschen in sich. Ah, nicht das aufheben. Tischlerei aufheben. Der Kunibert. Der ist schon so lang dabei.
der wird das wohl schaffen. Ich vertraue ihm voll und ganz. So. Die sind mal unterwegs. Richtung Plattmachfalle. Den Aufzug hätten wir ja auch. Ich würde sagen, da werden wir uns mal da irgendwie runtergraben. Und dann den Aufzug runter machen. Ich glaube, eine gute Idee. Kann man hier überhaupt mit dem Aufzug starten? Ich weiß es gar nicht. So, wer hat denn sonst noch Dienst? Die Cora und der Serge und die Gabi, glaube ich, auch. Und die Coletta und der Kunibert, eigentlich alle. Ja, der Kunibert ist hoffentlich gerade beim Bauen, jawohl. Die sind eigentlich noch mehr oder weniger beim Erholen. Die lassen wir jetzt einmal, aber Gabi und Serge, denen geht es eigentlich gut. Die sollen dann mal ein bisschen graben gehen, dass das mal fertig wird. Die rennen noch, okay. Der Kunibert baut, brav. Und der Gino, würde ich sogar sagen, der kocht allerdings. Der kocht nicht, der isst. Also ungefähr das Gegenteil davon. So, die waren jetzt so lange unterwegs, es ist der Kampfsound schon wieder weg. Okay. Ja, das schaut jetzt schon ein bisschen besser aus. Zumindest steht da jetzt mal nichts mehr von fehlender Energie oder so. Das schaut schon mal gut aus. Da in der Farm gibt es auch noch keine Hamster. Die müssen wir auch noch irgendwie aktivieren. Da gibt es dafür Hamster. Sollen wir dann einen Hamster überhaupt machen oder sollen wir lieber Schnecken züchten? Raupen. Ich würde sagen, züchten wir in dem Fall Raupen, wenn wir Hamster schon haben. So, und die Tischlerei, was hat die alles zu bieten? Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Wir werden es aber gleich sehen, sobald sie steht. So, da ein bisschen auf die Helfbar schauen. Okay, noch sind sie unterwegs. Ich hoffe, sie laufen nicht direkt rein. Wenn die mit der Falle kämpfen, ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Okay. Kunibert, er hat es geschafft. Und die läuft. Jetzt sehen wir auch, wie viel Energie die verbraucht. Null momentan, ja, ich weiß nicht, in Betrieb ist. Dann bitte irgendwer das Industriebad erfinden, wenn es geht. Und irgendwer, was wollen wir bauen? Mittelalter-Schlafzimmer, warum nicht? Okay, die prügeln da mal ordentlich rein. Das schaut gut aus. Die sind da brav beim Graben. Die Coletta hat eigentlich auch nicht wirklich was zu tun. Die wäre aber zur Schreinerei zugewiesen. Haben wir noch Bauaufträge? Da haben wir noch Bauaufträge. Allerdings läuft da nichts. Dann müssen wir es nochmal abbrechen und nochmal aktivieren. Die Tischlerei hätten wir eigentlich schon. Das brauchen wir nicht nochmal. Ja gut, dann, wenn du auch gerade nichts vorhast und bevor die Colette auch einfach nur rumsteht, sollen die mal alle graben gehen, dass wir mal zu unserem Lager kommen. So, die haben es geschafft, sehr gut. Da gibt es noch eine zweite. Schaffen wir die irgendwie, ohne dass wir da geplättet werden, ist die Frage. Sollen wir das riskieren? Schauen wir es uns mal an. Wird schon hinhauen. Sind jetzt da zu zweit oder? Na, irgendwie die Siezel ist. Die wollte wieder nach Hause gehen, so wie es ausschaut. Trotz direkter Kontrolle. So, jetzt Bo, lass dich da nicht platt machen von der Plattmachfalle. Aha, so viel zu dem Thema. Man, einen Treffer verträgt er ja. Dann laufen wir da mal durch. Und greifen wir das Ding von der anderen Seite eventuell an. Schauen wir mal, wie es der Siezel geht. Die wird auch geplättet. Ja, wie gesagt, ein Treffer ist jetzt nicht so das Problem. So, geht's jetzt von hier aus, ohne dass ihr euch wehtut? Ich hoffe.
Ja, da schaut es jetzt schon besser aus. Okay, dann traue ich mich mal, die alleine zu lassen. So, die sind da fleißig. Wird noch einen Moment dauern, bis der fertig ist. Gabi ist da dran, Sachet ist da dran. Die Cora geht gerade kochen. Der Gino macht, wie es mir nicht genau, schickt man auch zum Graben. Und die Nessie macht was? Ist frei? Nicht mehr, okay. Sondern setzt sich was auf? Eine Transportmütze, oder? Passt auch gut. Und der Kalistus, der hat noch gar nichts zum Tun. Der ist ja gerade erst erwachsen geworden. Naja, dann hat zwar noch frei, aber den schicken wir auch gleich zum Graben, würde ich sagen. Der soll hier fertig graben. So. Die Plattmachfalle ist weg. Sehr gut. Wir sind zwar leicht beschädigt, leicht angekratzt, aber trotzdem, ich glaube, einen Treffer von einer Falle würden wir noch verkraften, von dem her traue ich mich mal, mich doch ein bisschen weiter umschauen. Und nein, das ist übrigens keine Gier, so wie jemand gemeint hat, sondern es war einfach, ja, versehen. Mehr nicht. Die ganze Gerätschaft hier könnte man zwar auch eingreifen, aber das verschieben wir. Oh, neuer Zwerg. Der Timotheus. Was hat denn der für Talente geerbt? Nahrung, Holz? Naja. Und, aber nicht im Ernst. Von Bo und Zietzel. Also wie da, wann die jetzt Zeit gehabt haben, naja. Das ist natürlich eine ungünstige Stelle, um auf die Welt zu kommen. Zum Glück sind zumindest die Fallen weg. Schaffst du allein nach Hause? Ich hoff's mal. Okay. So, da gibt's keine. Da gibt's keine Fallen mehr. Hoffentlich. Oh, da hat man eine Menge Pilzstämme. Also falls wir es hier irgendwie breit machen wollen, haben wir zumindest ein paar Rohmaterialien schon. Ja, da wird es eine halbe. Bis der zu Hause ist, ist er erwachsen, vermutlich. So, mit vereinten Kräften. Ja, ich erwarte mir jetzt hier mal zumindest keine Gegner, also weder mal jemand von den gegnerischen Zwergen, die sollten eigentlich alle ausgeräumt sein, noch sonstige Gegner. Glaube ich, kann man sich hier erwarten. Innerhalb der Grenzen sozusagen von unseren Nachbarn. Aber vielleicht sonst ein paar interessante Dinge. Allerdings mal zumindest ein Fass. Da, wo was drin ist, ich sehe es gerade nicht. Pilzbrot, naja, immerhin. Hat einer von den zwei was zu essen und da, glaube ich, ist aber mehr oder weniger fertig. Jetzt ist die Frage, geht es da noch irgendwo runter und wenn ja, wie weit und wohin? Schauen wir es mal an, würde ich sagen. Und drücken wir nicht Escape, weil das bringt nichts. So. Die sind jetzt mehr oder weniger fast fertig. Wo ist jetzt der Gino? Der ist auch mit beim Graben, aber ich glaube, der könnte eigentlich gleich anfangen, das Lager hier aufzustellen. Zumindest mal den Stein, die Steine da wegräumen, dass Platz ist, beziehungsweise die nicht irgendwie im Weg rumliegen. Ganz seltsam. Dann zum Schluss hinterm Lager nicht mehr verwendbar oder sowas. So, Lager. Stellen wir da auf, bitte. Ich glaube, da wird es ja nicht. Na, keine Chance, da hat nicht Platz. So, unser erstes Lager. Sehr gut, dann können wir da endlich mal ein paar Sachen reinpacken. Schauen wir mal, ob es da noch irgendwo hingeht, weil immer tiefer geht sowieso fast immer. Ah, das Sachet geht was erfinden, auch gut. Die Coletta ist da mal fertig, die Gabi auch. Die Cora ist, glaube ich, nach wie vor beim Transportieren bzw. Kochen. Und der Kalistus hat gemeint, er hilft da ein bisschen beim Graben, kommt aber in dem Fall ein bisschen zu spät. Und der Timotheus ist
nach wie vor unterwegs, aber nähert sich schon dem heimatlichen Gebiet. So, dann probieren wir das, gehen wir das Projekt Fahrstuhl noch an, zumindest testweise. Mal bis hierher zumindest. Industriebad erfunden. Sehr gut. Kann man allerdings noch nicht bauen. Aber irgendjemand arbeitet schon am Mittelalterschlafzimmer, das ist super. Okay, da ging es eigentlich noch weiter. Dann bitte. Die zwei werden allerdings langsam hungrig werden, schätze ich mal. Ah, geht noch, geht noch. Die Stimmung ist jetzt nicht so toll beim Bo, aber okay. Ja, und um was wir uns dann auch bald kümmern sollten, ist wieder mal ein bisschen schauen, dass wir so Spezialisten zusammenbringen, weil da habe ich jetzt wieder mal, glaube ich, länger nicht drauf geschaut, dass die auch ihren Haupttätigkeiten nachgehen. Sprich, sich da ein bisschen fortbilden. So, das Lager. Kann ich mich da noch aus... Genau. Stellen wir mal auf Kisten einlagern. Und jetzt sollten sie eigentlich alles an Kisten, was so rum ist, ranschleppen. Ah, die Leiter, die verlängert sich... Nein, die verlängert sich nicht automatisch. Die rutscht nach unten. Ist auch super. Das wusste ich gar nicht mehr. Das heißt, die fällt jetzt da gleich ins Bodenlose, vermutlich. Schwupps. Ja, die werden wir dann abbauen. Kisten einlagern. Ja, warum nicht? So, der Gino. Lieber Gino. Der Gino ist müde, okay. Naja, ein bisschen was darf er noch tun, wenn er Zeit hat. Wollte ich gerade sagen, die Leiter zusammenpacken, aber Gino, lass mal gut sein. Möchte nicht zu sehr stressen. So, bitte die Leiter einpacken, so. Irgendwer zumindest, wenn sich wer zuständig fühlt. Und den Lift da reinbauen. Ich hoffe, das geht. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich den von hier aus reinbauen kann, wenn das Laufrad im Weg steht. Wir werden es rausfinden. So, die zwei sind schon wieder auf Standby, die habe ich ganz vergessen. Wie weit es da wohl noch runter geht. So, wer hat Lust, den Aufzug aufzustellen, den jetzt gerade vermutlich irgendjemand ins Lager trägt und ich nicht weiß, wer. Natürlich sehr geschickt gemacht. Apropos Lager, ich glaube, wir werden gleich noch ein oder zwei weitere in Auftrag geben. Allerdings wird da überhaupt nicht weitergearbeitet gerade. Da warten wir vielleicht doch auf die Bar. Also Problem ist vielleicht auch, dass wir einfach zu wenig Pilze haben. Das kann auch sein. Dass die Pilzstämme fehlen. Das würde mich jetzt gerade nicht wundern. Zumindest eine Pilzfarm, das ging doch auch irgendwie. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie. Das war nämlich nicht die normale. Da hat es, glaube ich, eine eingegeben, oder? Gute Frage. Das waren die ganzen sonstigen Wohnungen. Ja, ich glaube einfach, dass wir keine Pilze mehr haben und deswegen nichts weitergeht. Naja, Pilzstämme hätten wir da unten ein paar liegen. Okay, da ist jetzt wirklich Schluss, so wie es ausschaut. Ja, dann sollen wir da noch ein bisschen plündern gehen. Ich würde fast sagen, nehmen wir da noch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist und dann machen wir uns mal wieder auf den Rückweg und schauen wir, dass wir da eher alles in den Griff bekommen. Wer hat jetzt den Lift? Ich habe keine Ahnung. Ja, da liegen überall Pilzstämme rum, aber eben wie gesagt, hier ging es ja nicht. Ah, müssen wir erfinden. Ah. Wer kann das denn erfinden? Ja, wenn er wäre, würde es eher hier Sinn machen. Da oben bleiben wir dann bei Raupen. Haben wir irgendwo Hamster?
Das waren die Hamster, okay. Ja, dann brauchen wir noch eine Farm. Die war eigentlich auch noch irgendwo rum. Ja, es ist eher etwas ungeschickt, da alle Kisten einzulagern, wenn es dann keiner macht irgendwie. Wer hat die Kisten? Nö, nö. Ah, der Gino, wer auch sonst. Ah, und der ist total fertig. Ja, sollen wir eine Runde pennen? Dann schicken wir den einfach mal auf Pause. Passt schon. So. Irgendwer hat die Kiepe. Das Zeug können wir eh nicht verwenden. Dann nehmen wir da mal die ganzen Pilzstämme mit. Ja, eine Pilzfarm. Das ist sicher eine gute Idee. Die brauchen wir jetzt. So, und die haben alle irgendwie... Ah, die Gabi... die Coletta ist da dran und erfindet die Pilzfarm gerade. Das ist sehr gut. Ist eh schon erledigt. Ob da jetzt eine genügt, ist die Frage. Das werden wir noch sehen. Weil ich hätte nämlich noch gern ein Lager für Rohmaterialien. Beziehungsweise könnte man natürlich das auch gleichzeitig zu einem machen. Aber das wäre eher hier irgendwie in der Nähe sinnvoll. Aber ich glaube, da bekomme ich keins mehr unter. Nö, 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 nö. Naja, nicht zu vergessen, irgendwann müssen wir sowieso umziehen. Also... Spätestens dann haut es uns sowieso wieder alles durcheinander. So. Dann werden wir das mal alles da aufheben. Und mitnehmen. Da liegt nicht zufällig noch eine Kiepe rum irgendwo, oder? Das ist keine, nö. So, haben wir noch was Platz? Nö, nichts mehr Platz. Dann den langen Weg nach Hause antreten. Und das ganze Zeug irgendwo hier abladen. So, Gino. Der macht immer noch keine Pause. Der geht Kisten einlagern, obwohl er schon halb schläft. Naja, was soll's. So, der Gino, jetzt muss ich gerade überlegen. Der Gino und die Nessie, die haben den gleichen Arbeitstakt. Okay, dann machen wir es einfach so. Dann, bis er fertig ist, hat er eh Pause. Dann soll er sich mal ausruhen. Und irgendwer soll dann den Lift noch aufstellen, wenn es geht. Den können wir nicht klauen, den können wir nur abreißen. Da liegt jetzt die Leiter, die wird sicher auch noch irgendwer holen gehen. Na, was könnte man denn noch einlagern? Die Rohmaterialien will ich jetzt mal nicht einlagern, die Nahrung auch nicht. Ah, Stein gehört nicht zu Rohmaterialien, okay. Auch gut zu wissen. So, die Grenzsteine kommen da auch rein, schätze ich mal. So, wie ist denn der Timotheus? Der ist eh direkt da. Ich habe keine Ahnung, wo der hinmarschiert. Schicken wir nochmal da rauf. So, ich hoffe, da setzt irgendwann jemand Pilze ein. Ah, da gibt es Fortschritte. Sehr gut. Da leider noch nicht. Ja, 6 Pilzstämme ist halt eine Menge. Allerdings, jetzt holen wir ja gerade welche, beziehungsweise bringen gerade welche. Wenn es auch noch einen Moment dauern wird. So, dann legen wir die direkt da in der Nähe ab. Falls sie da irgendwo Platz haben, heißt das. Da muss sie nur noch jemand rübertragen. Okay, sehr gut. Und der Bo, der soll sein Zeug dahin schmeißen. Falls möglich. Ich glaube, eins hat er jetzt gerade irgendwo liegen gelassen. Macht aber nichts. 2 Kiepen hat er. Super. Das war natürlich total effektiv. Und er hat noch die Brauerei.
Die könnte aber hier Platz haben. Und die braucht Strom, kein Strom. Glaube nicht, oder? Gut, dann können wir da die Automatisierung wieder reintun. Wir sind ja wieder mal beim Plaudern. Warum auch nicht? So, wo ist der Gino? Der macht immer noch... Achso, jetzt geht er wieder... Das gibt's ja nicht. Jetzt geht er noch die Leiter holen. Da schleppt sich gerade der Boder her. Der hätte sich schon sehr über den Fahrstuhl gefreut, bin ich mir sicher. Also glücklich hat er nicht drin. Naja. Naja, gut. Pause. Freut mich, dass es weitergeht. Ich habe richtig Lust. Werde gleich eine zweite Folge aufnehmen und sag alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.